Und er macht die nicht, Sebastian. Nee, er macht die nicht und scheitert vom Elfmeterpunkt. Das ist natürlich bitter. Das sieht vielversprechend aus. Ja, und er ist rechtzeitig noch da, der Torhüter. Ja, es war ganz knapp, aber hat toll aufgepasst. Ja, das Passspiel klappt ganz ausgezeichnet bei ihm heute. Schön gespielt. Und da gibt es kein Durchkommen. José Manuel Huntela. Er versucht, an den Ball heranzukommen. Gut abgefangen hat er da den Ball. Ibisevic. Ja, und der geht ins Tor aus. Keine Gefahr, nur Abstoß. Gut gemacht. Und solche Chancen macht er normalerweise rein. Oh, den hat er komplett verzogen. Ja, ich glaube, er stand auch nicht ganz richtig zum Ball, um den optimal zu treffen. Ivan Rakitic. Huntela. Und das ist abseits. Und da ist er mal abseits. So, mein lieber Mann, das sieht man nicht alle Tage. Der Trainer bringt drei neue Spieler auf einmal. Und jetzt drängen sie nach vorne. So, jetzt bin ich mal gespannt. Müsste jetzt eigentlich flanken. Schön gemacht. Jones. Edu. Ganz energisches Zweikampfverhalten hier vom Abwehrspieler. Tja, relativ einseitig die Angelegenheit heute, muss man sagen. Und jetzt warten im Prinzip beide eigentlich nur noch auf den Schusspfiff. Ja, das war gar nicht so einfach für den Keeper, oder? Absolut nicht. Hat er richtig gut gemacht. So, im letzten Moment ist er noch da und schnappt sich den Ball. Ja, Fans freuen sich über solche Abwehraktionen. Und so blockt man sowas ab. Jetzt müsste die Flanke kommen. Da kommt die Flanke. Die Situation wurde bereinigt. Macho. So, jetzt bricht die letzte Minute der regulären Spielzeit an. Lang ist nicht mehr zu spielen. Es gibt noch mal Freistoß. Gelbe Karte und da muss man sich nicht wundern. Nein, ich glaube, da hat er sogar noch ein bisschen Glück, dass er nicht vom Platz gestellt wird. Aber der Torhüter ist auch noch da. Luis Gustavo. Ganz starke Aktion vom Abwehrspieler. Ja, das hat er gesehen, dass da was kommen sollte. Das wird eine gute Möglichkeit. Ui, erstmal nur abgewehrt. Sauber vom Ball getrennt. Ja, sehr schöner Pass. Ja, da hat er geistesgegenwärtig reagiert. Und wir haben das Schlussresultat. Klare Sache, 5:1. Aber ich gebe zu, ich bin richtig beeindruckt von dem Spiel, das wir hier zu sehen bekommen haben. Da war alles drin. Wie siehst du es, Sebastian? Ja, das kann man wohl sagen, Tom. Das war ganz großer Fußball. Das war dynamisch. Das war immer gut nach vorne getragen. Gute Spieleröffnung. Also genau so muss es eigentlich aussehen. Ja, ich glaube, wir haben ein gutes Fußballspiel gesehen. Und da kann man sich dann auch beruhigt in den Feierabend verabschieden. Mein Name ist Tom Bayer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.